Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ja, 6 Socke habe ich leider nicht hingekriegt, aber dafür 4. Also 5 habe ich nicht hingekriegt und 4 Sockel habe ich verbunden. So meine ich das und habe hier noch den Goldwurm gefunden. Leider nicht gerade gut. Bringt mir nicht mehr als diese Schuhe. Und wegen den 10 Increased Movement Speed mache ich auch nicht mehr. Und hier habe ich alle Dinge verbraucht, die ich irgendwie zusammenkriegen konnte. Und jetzt momentan ist es hier leer. Eine Rarity möchte ich gern mitnehmen. Den hier rein tun. Oder haben wir ein besseres Rarity, das ich schon gebraucht habe? Ich denke nicht. Der ist ab Level 56. Okay, haben wir noch ein bisschen mehr Magic Find dadurch. So. Also, den nehmen wir mit. Dann legen wir den Reef hier hin. Have Faster Attack brauchen wir nicht. Mana Leech brauchen wir auch nicht mehr. Den Multi-Strike gehört hier dazu. Und die werden wir hier oben hin tun. Willing Blade brauche ich momentan nicht. Fast Attacks hier hin. Ah, oh, die kann ich hier hin tun, genau. So, jetzt machen wir dann wegen der Rüstung weniger Schaden. Und sind noch ein bisschen langsamer. Ja, leider. Aber dafür haben wir jetzt die Möglichkeit weiterzukommen, da die Mehrwähl gar nicht mehr einfrieren kann. So, und hier habe ich den noch gefunden, den habe ich gar nicht identifiziert, weil ich weiß, welchen das ist, nämlich dieser hier, der Brick Break, oder Brick Bake eher. Und ja, jetzt skillen wir ihn noch um auf die 2 Dolche. Da kann ich nämlich in diesem Dolch noch eine zweite Attack machen, die gegen Bosse gerichtet sind. Nämlich Dual Strike. Wo sind die anderen? Da ist er. Dazu muss ich schauen. Oder wollen Double Strike machen? Ich weiß nicht, was besser ist. Dual Strike eher. Wo haben wir das? Weil Dual Strike mit beiden Waffen wirkt, der andere nicht. Hier haben wir einen Double Strike mit der Deck Speed noch. Vergleichen wir das mal, wenn wir einen finden. Müssen wahrscheinlich hier hin. Desecrate Zyklon. Da ist Dual Strike. Also der hat so 3 Teile. Kann ich mal durchschauen. ...90% des Damages. Weil der schneller ist, nehmen wir den. So. Dann Fast Attacks. Und noch irgendwas. Mana Leech. So. Jetzt killen wir um. So gehen wir hin. Refund Passivs. Nehmen die raus. Die raus. Ich hoffe nur, dass wir zäh genug sind noch. Oh, ich habe noch einen nicht. Okay, dann werde ich zuerst mal einen weiteren nehmen, wenn wir einen haben. Hier. So, den noch raus. Ach komm. Gut,
Eigentlich könnte ich die auch rausnehmen und runtergehen hier, aber dann haben wir zu wenig Punkte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Also machen wir zuerst dieses hier. Dann haben wir 60 Increased Critical Strike Change und Energy Shield ein bisschen mehr. Und jetzt möchte ich noch das nehmen. Das brauche ich nicht. Da unten hätten wir sonst noch durch. Nein, ist ja zu wenig gut. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Wir müssen nämlich hier hin. Oder wir gehen hier hin. Ja, okay, wir gehen hier hin. So. Jetzt haben wir viel mehr Critical Strike Change und so weiter. Jetzt können wir das rausnehmen. Clarity muss ich gar nicht mit dabei haben. Und Wallfam lässt auch nicht mehr. So, und was haben wir jetzt für Damage? 1033, sehr schön. Ich hoffe nur, dass wir jetzt noch genug zäh sind. Aber ich denke schon, 10 Life Gain ist schon stark. So. Dann probieren wir mal, hier weiterzukommen. Mit den Dolchen. So, du kommst hier rein und haste wieder an. Jetzt sehen wir auch ein bisschen gefürchtiger aus. Ja, geht doch. Wir sind immer noch sehr schnell, also. Auch ohne den Ding. Fast Attack Game. Dann gehen wir einfach mal weiter, bis wir nicht mehr weiterkommen. Ich nehme die Ringe mit und werde sie mit einem Orb of Change zu einem Unique machen, wenn ich Glück habe. Um dann, wieso habe ich einen Endrange Charge? Ah, Random Courses. Dadurch bekommen wir zufällig Endrange Charge durch einen Fluch, ich weiß jetzt nicht welchen, aber ja, der gibt uns einen Endrange Charge. So, wir müssen jetzt durch diese Hölle von den Teilviechern da, Spucke-Teile. Also es gab viel besser, als ich gedacht hätte, das ist richtig super. Dann können wir mal wieder richtig viele Parts raushauen. Also ich kann viele Parts raushauen und ihr könnt sie gucken, so rum. Und ich bräuchte vielleicht bald mal ein bisschen mehr Leben bei meinem Charakter. Bei unserem Charakter, das ist wichtig. Wie hoch ist die Critical Strike Change? Das möchte ich noch kurz gucken. 32, das ist sehr gut. Also dann konzentrieren wir uns zuerst auf die Defensive. Offensive ist ja sehr gut schon. Und dazu gehen wir jetzt zuerst mal hier runter, nehmen die drei mit,
Dann nehmen wir das mit. Hier können wir noch ein bisschen. Ja, nein, das ist zu schwach. Und gehen dann zum Beispiel hier hoch. Haben wir ein bisschen Block mehr. Dann hier Increased Speed könnte ich auch noch mitnehmen. Und dann hier runter zu dem. Und zu dem hier oben. Ein Onyx Amulett brauche ich nicht. Ich brauche Ringe. Nice Ringe. So, was seid ihr, Fähnchen? Freunde, nicht die. Bisschen Kacke. Weg. So, jetzt. Ah, sind wirklich die blödsten Zombies, die es gibt, zum guten Glück nur in diesem Gebiet. Und vielleicht ein paar Maps. Und irgendwie ist wieder etwas, ja, falsche Position. Die Neffen so, die mag ich überhaupt nicht. Oh. Gehen wir gleich rein, wenn wir Element, ja. Locker easy für uns. Korallenring. Nehmen wir mit. Wie lange brauchen die zum Schießen? Das ist ja schlecht von denen. Die Dolche rocken. So, eben. Hier haben wir alles. Dann gehen wir hier runter. Na, bisschen. Oh, da kommen ganz viele. Okay. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Gehen wir nochmal rein. Na du, nicht one-hitten bitte. Schieß doch gleich 20 Mal darauf. Oh Gott. Du nervst extrem, weißt du das? So, Kugel brauchen wir nicht. Alles klauen oder was? Quartestab brauchen wir nicht. Sonst ist nichts mehr gescheit. Und was ist drin? Ein Wales Spectral Throw. Okay. Dann zurückgehen.
Von dem erhöhten Rarity habe ich jetzt noch nicht viel gesehen. Ich hoffe, das tut sich dann, wenn die Games höherlevelig sind, ein bisschen stärker beeinflussen. Also eben, pro Level bekommt man irgendwie eine Rarity-Chance dazu, oder zwei oder drei. Und hoffentlich wird das besser. Geht ihr zuerst down? Nein, ein Eisenring möchte ich nicht mitnehmen. Das wird, glaube ich, ein Kaums. Von denen habe ich schon genug. Sind nicht sonderlich stark. Ich habe den gesehen, der nach oben gelaufen ist. Aber der kommt hoffentlich nicht zurück. Chest. Ja, Portal Scroll. Ah, Grüße. Das Schlimmste an den Teilen sind, die sind immer Desync. Also, zum größten Teil kann ich die nicht treffen. Das ist wirklich schäbig. Eine Chest. Mit nichts. Nur Schrott. So, jetzt kommen wir in die Höhlen von Merville. The Cavern of Wrath. Hier ist schon der Boss von diesem. Keine Chance gehabt. Nicht viel los hier. Okay, hier ist die zweite Ebene. In der dritten Ebene ist Marvel. Aber die ist ganz klein. So, es geht dort weiter. Okay. Gut. So, es ging es nicht weiter. Und jetzt. Bei den Explosionsviechern vorbei. Hier auch. Nicht explodieren. Erst wenn ich sage. Nein, nicht explodieren. Bitte. Okay.
an Rare-Gegner versteckt. Und hier ist der Boss der zweiten Ebene. Machst du Damage. Nicht schlecht. Ja, der macht immer so viel Damage. Auch in Normal macht er recht viel Damage. Und ich habe wahrscheinlich weniger Fire Resistance momentan. 39. So, probiere mich jetzt mal einzufrieren. Oh, was? Das geht einfrieren. Du darfst mich nicht einfrieren. Das war wahrscheinlich ein Bug oder so. Okay, ein Legendary. Jetzt muss ich nochmal das lesen. Oder es heißt einfach nur nicht kalt machen da. Cannot be chilled. Heißt das, man kann trotzdem noch einfrieren wahrscheinlich. Okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Aber habt ihr auch gesehen, so kleine, so wenig Duration, also das ist kein Problem. Ja, toll. So, was haben wir denn hier? 30 increase movement speed when on low life. 6 of damage taken gained on mana when hit. Ist jetzt nicht so gut. Hätte ich mehr erwartet. Okay. Gehen wir mal weiter. In den zweiten Akt. Hier ist es wieder ein bisschen chilliger, bis die Spinnenkönig kommt. Ah, dank der schnellen Angriffsgeschwindigkeit sind die auch kein Problem. Da wir eigentlich immer eine große Reichweite haben. Schauen wir mal hier hin, ob wir irgendwo eine Fallarea haben. Da unten vielleicht? Nö. Dort drüben könnte auch sein, aber ich habe sie noch nie im Berg drinnen gesehen. The Reaver helfet. Helmet. So, oh, ganz viel. Ja, du kannst nichts mehr trauen. Das sehe ich. Ah, okay, das ist gut. Hat einer einen Stein geschossen und der ist abgeprallt. Einen Topaz-Ring, den nehmen wir mit. So, ist hier was? Nichts. Einen Schrein, aha. Okay, Camp.
Grüße, Grüße. Jetzt gehen wir noch kurz in Akt 1, um die Belohnung abzuholen. So. Was, damn it. Hier. Was haben wir hier? Multiple Traps. Critical Strikes. Fast Attacks nochmals. Physical Projectile Attack Damage. Remote Mine. Und einfach nur eine Trap, wo man Attacken zu einer Trap machen kann. Ich denke mal, später habe ich schon genug. Ja, ich nehme wahrscheinlich einen Critical Strike. So einen vielleicht. Ja, ich nehme so einen. Ich glaube, die habe ich schon, aber bin mir nicht mehr sicher. Ja, einen habe ich da schon. Habe ich einen zweiten? Gut. Der ist schon Level 3, aha. Und jetzt verkaufen. Das. Den möchte ich gerne noch anschauen. Ja, habe ich mir gedacht. Den Stab nicht. Ah. Nicht verkaufen. So, dann nicht den Ring. So, dann werde ich die hier umwandeln. Dazu nehmen wir die Chaos Orbs. Change Orbs, meine ich. Ja, blau. Nochmals blau. Alle blau. Hallo, Random Rarity. Okay, hatten wir nicht viel Glück. Aber zwischendurch kommt schon ein Rarity raus. Und eben ab und zu, also ganz, ganz wenig, könnte auch ein Ding rauskommen, ein Unique. So, ja, dann mache ich einen neuen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Tschüss!